Die US-Notenbank Fed hat gestern Abend erneut die Leitzinsen erhöht. Gibt es vielleicht schon zwischen den Zeilen einen Schwenk in der Notenbankpolitik zu sehen? Was bedeutet das für die Märkte und für Anleger? Das bespreche ich jetzt mit Max Winke, er ist Marktanalyst beim Broker XTB. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Dankeschön. Ja, dass eine Zinserhöhung kommt, das war für die Märkte ja klar. Das Wichtige ist immer, was dann zwischen den Zeilen abzulesen ist. Kann man denn irgendwas Besonderes ablesen von der letzten Zinserhöhung, das vielleicht auf einen Schwenk oder auf andere Details hindeutet? Also die Fed hat die Zinsen jetzt zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte angehoben. Das, wie du schon gesagt hast, war nicht überraschend. Aber Jerome Powell hat sich dann recht hawkisch gezeigt bei der Pressekonferenz. Und damit hat er die Hoffnung der Märkte auf eine schnelle Zinswende mehr oder weniger zerstört. Und er hat auch signalisiert, dass wir vermutlich ein deutlich höheres Niveau sehen werden, insgesamt bei den Zinsen. Das liegt daran, dass sich eben auch einiges an der jüngsten Datenlage verändert hat. Aber das Tempo der Verlangsamung oder das Tempo der Zinserhöhung könnte verlangsamt werden bei der nächsten Sitzung im Dezember. Und das ist ja zumindest eine kleine Verbesserung. Was bedeutet das für die Wall Street? Im Oktober haben wir ja schon eine Rallye gesehen und in dieser Woche waren die Märkte wieder deutlich nervöser. Also der Oktober war vor allem besonders stark. Beim Dow Jones ging es sogar mal 40% nach oben, hat einen 2-Monats-Hoch erreicht und ist auch über die 50-Wochen-Linie geklettert. Das ist ein sehr wichtiger gleitender Durchschnitt, aber in dieser Woche sehen wir eben auch wieder eine Schwächephase und der Markt hat jetzt in der Nähe des August-Hochs gedreht und ist auch am 78,6% Retracement abgeprallt. Wenn wir auf die deutschen Märkte schauen, der DAX auch die letzten 4 Wochen nach oben gegangen. Wie lange können denn die Bullen noch so aktiv sein? Der DAX, der hat sich ähnlich stark entwickelt wie der Dow Jones im Oktober. Allerdings gibt es da auch ein paar Unterschiede. Der Markt hat jetzt schon gedreht vor dem Septemberhoch und in der vergangenen Woche konnte er nicht über die 50-Wochen-Linie klettern. Da gibt es also technisch gesehen noch ein bisschen was aufzuholen. Und auch hier sehen wir eben, nach dem gestrigen Zinsentscheid in den USA ist der deutsche Leitindex für diese Woche ins Minus gerutscht. Und Schwächesignale unterhalb des Septemberhochs und auch wieder ein Abpraller an wichtigen kurzfristigen Marken. Es heißt ja, wichtig sei auch die 200-Tage-Linie, also das wären dann bei 13.664 Punkten. Da sind wir ja noch eine ganze Ecke von entfernt. In welche Richtung kann es denn jetzt eher gehen für den DAX? Also beim DAX haben wir, wenn wir über den Wochen- oder auch über den Monatschart sprechen, weiterhin eine Abwärtstrendstruktur. Ja, wir bilden also schon seit einiger Zeit tiefere Tiefs und tiefere Hochs aus. Und um einen Richtungswechsel zu bekommen, also ein bullisches Signal, müssen wir also die letzten wichtigen Widerstandsmarken durchbrechen. Wir sind sehr nah rangekommen, aber es fehlt eben noch so die letzte Kraft der Bullen. Und das bedeutet auch wiederum, dass die Bären ihre Chance sehen könnten, den Markt wieder nach unten zu drücken. Und was bedeutet das jetzt für Anleger? Wie kann man sich in diesen Zeiten positionieren? Also die jüngste Rallye basiert ja überwiegend darauf, dass darauf spekuliert wurde, dass die Fed einen Richtungswechsel vollzieht. Davon sind wir scheinbar weit entfernt. Und es besteht nach wie vor die Sorge, dass die Fed mit ihrer Inflationsbekämpfung die USA in eine Rezession stürzt. Neue Wirtschaftsdaten zeigen aber auch, dass wir eine recht robuste und auch widerstandsfähige US-Wirtschaft haben. Aber es gibt eben auch Zeichen der Verlangsamung und der Schwäche, wie zum Beispiel am Immobilienmarkt. Aber das Thema ist nach wie vor, das große Thema ist die Inflation. Auch in Europa und in Deutschland haben wir Inflationsraten von über 10%. Das heißt, die EZB muss natürlich auch hier weiterhin einschreiten. Und was in dieser Woche noch ganz besonders wichtig ist, das ist natürlich der Arbeitsmarktbericht aus den USA. Der wird allerdings eine Stunde früher veröffentlicht in dieser Woche, nämlich um 13:30 Uhr, weil die Amerikaner erst am Wochenende die Zeit umstellen.
Und nochmal nachgefragt, was bedeutet das alles für Anleger? Sollte man momentan ein bisschen die Füße stillhalten? Das Volumen ist ja auch ein bisschen geringer. Oder sollte man jetzt in die Märkte reingehen? Technisch gesehen würde ich weiterhin argumentieren, dass wir nur eine Bärenmarkt-Rallye haben. Aus einer solchen Rallye kann natürlich auch wieder ein neuer Bullenmarkt entstehen. Da fehlen aber noch bisher die Signale. Und selbst wenn man glauben würde, dass wir schon die Tiefs erreicht haben, muss man einfach eingestehen, dass viele Märkte schon wirklich sehr gut gelaufen sind kurzfristig. Ja? Also ich denke, dass wir da in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen nochmals ein bisschen Verkaufsdruck sehen werden. Sagt Max Winke vom Broker XTB. Vielen Dank, dass du heute hier an der Frankfurter Börse warst. Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.